Dann können wir jetzt anfangen. Gut. Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen. Hat wieder angefangen, so wie wir es gewohnt sind von uns. Hallo zur Episode 18. Wir sind volljährig, ja, von Club of Nerds. Für alle, die neu mit dabei sind, können wir ja mal kurz sagen, was wir eigentlich machen. Was machen wir eigentlich? Ja, ich dachte, das wisst ihr. Nee, alles gut. Wir sind ein Podcast von drei Leuten, die sich im Studium kennengelernt haben und die gerne telefonieren und wir uns schon so manches Mal dachten so, hey, wäre irgendwie ganz cool, das mal aufzuzeichnen, was wir so an Gedanken haben und vielleicht hat ja jemand anderes auch Gedanken dazu und deswegen hatten wir das vor 2 Jahren angefangen? 3 Jahren? Ich weiß es gar länger. Nicht mehr, aber länger? Ernsthaft? Ja. Okay. Das ist der Moment, wo ich hoffe, dass der Chat uns helfen kann und uns einfach mal in der Podcatcher-App der Wahl einfach nachschaut. Gerne auch Subscribe drückt, shameless plug, wann wir denn angefangen haben. Ja, genau, also es gibt einen Chat, falls ihr irgendwas reinwerfen wollt, falls ihr euren Senf dazugeben wollt. Den Chat findet ihr über die RC3 World. Kann man den Link rausgeben? Ich glaube schon, ja, beziehungsweise findet ihr ja sogar hier im Stream. Auch direkt. Über Streaming, Media CCC, da gibt es unter dem Stream auch den Chat-Knopf. Genau. Und wenn ihr da was schreibt, dann taucht das 30 Sekunden später bei uns auf, beziehungsweise bis wir etwas darauf sagen, dauert das 30 Sekunden. Dementsprechend wundert euch nicht, wenn es etwas später von uns erst die Reaktion kommt. Das liegt nicht daran, dass wir gestern durchgemacht haben, sondern einfach nur, weil wir es später übertragen. Ihr könnt uns auch anrufen und zwar, falls ihr in diesem coolen CCC-Telefonnetz drin seid, dann könnt ihr ein... Eventphone. Ja, genau. Stay Eventphone. Connected. Ja, könnt ihr darüber anrufen und zwar unter der 7883 oder aber per Telefon sogar mit der +49, also die 0, 221 5961 909 7883. Ich komme mir vor wie bei so einer Telefonwerbung. Dauerwerbeserbung. Ja, irgendwie so ein bisschen. Wenn wir schon beim Thema Dauerwerbesendung sind, was trinkt ihr denn gerade? Okay, ich dachte jetzt schon, was kommt denn jetzt, wenn der Juste mit Dauerwerbesendung anfängt? Ich habe hier eine hübsche Cola neben mir und noch einen Kaffee. Ich habe leider keine Mate mehr bekommen. Du hast keine Mate mehr bekommen? Ja, was ist, ja, was ist, die haben wieder Supply Chain Probleme oder was? Ja, schon irgendwie so gefühlt, aber leider führt die Seitenstraße ja nicht bei mir vorbei. Was hast denn du da? Ich habe Honeybush. Mhm. Orange. Orange Pistazie. Orange Pistazie. Ja. Schmeckt. Echt cool und riecht sehr stark. Ich bin ausgestattet mit Plätzchen und Tee. Ja, aber nee, schon. Du isst jetzt nicht Plätzchen im Podcast, oder? Justin, das mit dem Essen hatten wir schon 18 Mal. sehr gut, ja. Ich kann mich ja muten. Ja, ja, alles gut, kriegen wir schon hin. Ich bin beim Glühwein. Also, beim Glühwein. Insofern. Gut, aber worüber sprechen wir? Ich meine, der Name ist irgendwo Programm. Wir sprechen über das, was so Nerds so sprechen. Ist aus einer Chatgruppe entstanden und es ist eigentlich, dass wir in so manchen Themen uns eigentlich einfach tief reinsetzen und reingraben und dann in Diskussionen rauskriegen, was unsere Meinung dazu sind oder wie das funktioniert. Und das ist manchmal Minecraft, manchmal ist es aber auch Inflation und Lohnanpassungen oder NFT, wie jetzt heute, oder Lieferketten, Engpässe. Da gibt es die verschiedensten Aspekte. Und ich glaube, wir versuchen da so ein bisschen Unterhaltung zu sein. Also unser Fokus ist jetzt nicht unbedingt der Wissenschaftspodcast, der nächste oder der akkurateste zu sein, sondern es geht bei uns eher um Unterhaltung, die auch uns einen Rahmen gibt, uns in dieser Dreierkonstellation mal überhaupt zusammenzusetzen und mal wieder gut zu ratschen. Das ist ein Lava-Podcast, würde ich jetzt mal so ganz schamlos sagen. Ja. ich finde das ja eigentlich immer interessant, auch anderen Leuten einfach bei ihren Gedanken zuzuhören. Auch über Weihnachten hat man das ja. Man tritt ja mit Leuten in Austausch, mit denen man vielleicht jetzt nicht das ganze Jahr über quatscht, so wie wir drei jetzt hier. Und da hat man ja auch neue Gedanken mit dabei. Und das finde ich immer voll spannend, weil auch wie die auf ihre Entscheidungen kommen oder wie die ihre Meinung bilden und was für eine Meinung die Menschen haben. Finde ich ja doch immer sehr interessant, das rauszufinden oder da ja mich mit zu beschäftigen, auch wenn meine Meinung dann oftmals sehr unterschiedlich ist, aber deswegen, wenn ihr hier zuhört und habt eine andere Meinung, gut,
gut so. und wir haben unsere und bleiben. Naja, bleiben vielleicht bei der. Aber wenn ihr da eine andere Meinung habt, ruft gerne an. Das hat man ja schon. Genau. Was ich noch vorschieben will, meine Schwester hat den Podcast angehört. Das bin jetzt ich gar los. Nicht gewohnt von meiner Family, dass die meine Podcasts anhört. und meine Mutter hat Ressourcen FM sogar angehört. Fand ich auch irgendwie cool, hat mich voll gefreut, haben die mir beide jetzt an Weihnachten gesagt. Und fand ich Ressourcen schön. FM wird auch aufgezeichnet im Sendezentrum morgen. Ja, morgen, genau. Okay. Ich glaube um 18 Uhr. Ja, müsste 18 Uhr. Das könnt ihr im Fahrplan nachschauen. Das springen wir mal in die Themen hier. Genau, ja. Ja, wir haben heute nicht ganz so viel Zeit wie sonst. Richtig, genau. Ja, als erstes Thema dachten wir uns, wir könnten mal über Inflation und Lohnanpassungen sprechen und was da also die verschiedenen Perspektiven vielleicht auch darauf sind. Ich schätze mal, Leon, du hast das auch mit aufgenommen. Also ich habe eine Meinung dazu, aber ich glaube, ich war nicht der Initiator, Justin. Ich glaube, das warst doch du. Also willst du dein Öffnungsplädoyer halten? Ich finde es halt insofern spannend, dass wir das Leben aktuell, vor allem wenn man in die USA schaut, in einer Zeit, wo die Inflation jetzt deutlich wieder anzieht. Wir hatten jetzt sehr lange eigentlich eine fast vernachlässigbar niedrige Inflation und jetzt sehen wir irgendwie Inflationsraten 5-7% teilweise. Vielleicht da erstmal der Hintergrund, wie wird Inflation berechnet. Das ist in der Regel ein normierter Einkaufskorb, ein Warenkorb und dieser Warenkorb in seiner Zusammensetzung ist dann auch große Diskussionsbedarf da, ob das, wie das funktioniert, ob das sinnvoll ist etc. Man kann sich so vorstellen, man hat so einen virtuellen Einkaufskorb und da stellt man seine Produkte, seinen Bedarf zusammen und dann schaut man, wie viel der dann in einer Nominierung, also Dollar, Euro etc. kostet. Und wenn der Gesamtpreis nach oben geht und die Einzelkomponenten nach oben geht, dann geht halt der Gesamtwert des Geldes wird dann niedriger. Das heißt, wenn ich halt morgen für eine Brezel 5 Euro statt 1 Euro zahlen muss, dann ist mein Geld dementsprechend weniger wert geworden, weil ich mehr Geld brauche, um die gleiche Ware zu erhalten. Und dieser Wertverlust, der wird eben in Prozent angegeben, die ich an mehr Geld ausgeben muss, um die gleiche Leistung zu erhalten. Aber ist das wirklich, kann ich das wirklich so vorstellen, dass da Waren hergenommen werden, da wird quasi das 500 Gramm Hackfleisch von Aldi, Rewe und so weiter im Schnitt genommen, zu dem Zeitpunkt, was das kostet und dann ist das quasi, okay. Und so und so viel Liter Sprit und so viel Liter Erdöl und so viel Normkubikmeter oder was auch immer die Einheit ist, Erdgas. Fängst du dann an, deine Waren zusammenzustellen und dann siehst du eben auch in der Aufteilung, das wird halt je Punkt auch aufgedröselt, dass du siehst, dass die Inflation oder die Gesamtinflation durch zum Beispiel die Spritpreise getrieben wird, wie es dann immer so schön heißt. Das heißt, dass die Spritpreise vielleicht um 20% angezogen haben, aber weil die Spritkosten nur, keine Ahnung, Hausnummer 5% deines Gesamtwarenkorbs ausmachen, können die natürlich nur begrenzt die Inflationsgesamtmenge nach oben schieben. Mhm. Aber das ist quasi so, manche Sachen werden auch günstiger. Aber unterm Strich quasi ist die Frage, werden Sachen teurer oder nicht? Und da ist halt die Frage, diese Inflation, also dass Geld weniger wert wird, ist das etwas, was der Arbeitgeber eigentlich ausgleichen sollte, müsste? Oder weil da gibt es viele, die dann argumentieren, ich sollte nur dann mehr Geld fordern, wenn ich auch irgendwie mehr tue, also quasi mehr Leistung erbringe. Die andere Frage ist, ist denn die Entlohnung nicht eigentlich, wenn die Entlohnung der Leistung ist, dann sollte ich weniger entlohnt werden. Das ist ja effektiv das über die Zeit, wenn ich nicht inflationsangepasst werde. Mhm. Mhm. Aber ja, also im Grunde, im Schnitt, sorry Martin, aber im Schnitt steigt quasi der Anteil des CO2 an dem Ganzen auch an, wenn wir halt Energiepreise mit reinbeziehen, die jetzt einfach auch stärker getrieben sind durch CO2-Bepreisung, ist der Einfluss da. Moment. Also Energiepreise sind jetzt. Ja gut, ich meine, Sprit ist Energie in erster Linie und wenn das da quasi der so und so viel 100 Liter da drin ist, dann ist das Energiepreis, also Energie für Mobilität. Genau, aber die aktuellen Erhöhungen, insbesondere am Gaspreismarkt und aber auch am Energiemarkt, sind nur sehr geringen Teil über CO2, sondern eher über Lieferungen, Spekulation und
Indikationen der Füllstände, also der Anteil der CO2-Mehrkosten ist enorm gering im Vergleich zu anderen Kosten. Dann würde ich die Frage anders stellen. Dann würde ich die Frage anders stellen, würde es sich ein CO2-Preis auch auf die Inflation quasi dann auswirken? Weil wenn diese Normgröße letzten Endes auch in den Preisen steigt, mal quasi die anderen Faktoren ausgenommen, dann ist das ja natürlich ein Faktor, der da schon mit reinspielt. Das heißt, du hattest ja anfangs gesagt, die Zusammensetzung dieser Produkte, die als Referenz für die Inflation hergenommen wird, die ist ja, steht ja zur Debatte. Also ich glaube, das Konsumverhalten verändert sich und ich glaube nicht alle Produkte. Die wird immer wieder angepasst, aber schon, oder? Also ja. Da kannst du auch drüber diskutieren, ob die in der Form, wie sie da vorhanden ist, sinnvoll ist, aber die ist jetzt nicht jedes Mal quasi komplett neu, sondern es ist eher, und die Frage, die du aufwirfst, ist eigentlich ganz interessant, nämlich zu fragen, wenn ich jetzt CO2-Bepreisung einführe auf meine Energiekosten im Endeffekt, führt das dann zu einer Inflation? Es führt auf jeden Fall zu einem Preisanstieg von Energie. Und dieser Preisanstieg, weil Energie ein relevanter Faktor in diesem Einkaufswagen ist, wird sicherlich auch zu einer Erhöhung führen. Allerdings kannst du genauso gut argumentieren, dass du womöglich dann andere Effekte siehst. Ob das dann passiert, ist eine andere Frage. Dass die Leute dann sparsamer sind, weil es halt teurer ist. Dass sie es weniger benutzen, weil es teurer ist. Dass die Industrie investiert, damit sie weniger Energie braucht, sodass dann quasi der Anteil der Energie an dem Warenkorb sinkt. Ja. Okay. Aber diese Anpassung des Warenkorbs wird ja auch nicht, also wird jetzt regelmäßig vorgenommen, aber da müssen wir jetzt mal sehr, sehr genau gucken, was da reinfällt und nicht reinfällt. Bezüglich CO2-Preis muss man schon auch sagen, der CO2-Preis hatte hier schon direkte und indirekte Auswirkungen auf die gesamte Thematik. Aus verschiedensten Gründen heraus. Du hast eine direkte halt einfach, weil Produkte halt teurer werden dadurch, zumindest halt jetzt dort, wo ein CO2-Preis erhoben wird. In Amerika ist das ja, soweit ich weiß, nicht der Fall. Deswegen könnte man da ja sagen, wenn du jetzt halt verschiedene Länder mit einem CO2-Preis und ohne CO2-Preis vergleichst, dann kannst du da eben sehen, wo steigt die Inflation wie stark an. Der hatte definitiv da schon auch eine Auswirkung, aber wenn du die anguckst, dass China gerade halt angefangen hatte, Kohlekraftwerke offline zu nehmen und das durch Gas zu ersetzen. Die haben halt den Gasmarkt zum großen Teil dann auch leer gekauft bzw. viel aufgekauft und dadurch hattest du dann halt einfach das Problem, dass es für Russland lukrativer war, Gas nach China oder in die asiatischen Regionen zu schicken, anstatt das eben nach Europa zu schicken, weil wir halt fixe Terminkontrakte mit denen haben und die dann halt einfach die nur erfüllt haben, aber normalerweise kaufen wir halt auf dem Spotmarkt, also im Direkthandel bei Russland nochmal sehr viel Gas ein. Und das haben sie halt dann gesagt, so, yo, Leute, ist ein Markt, wenn ihr die höheren Preise nicht tragen wollt, dann verkaufen wir es halt nach Asien, ja, und dadurch hast du da, also, du hast ja ganz viele Faktoren, deswegen, ich finde das immer schwierig zu sagen, wegen dem CO2-Preis ist X oder trotz des CO2-Preises ist klar, X. Klar, ich habe ja meine Frage dann umformuliert, ob das ein Einflussfaktor ist. Gut, um die initiale Frage, die Justin ja aufgeworfen hat, ein bisschen zu, also wessen Pflicht ist, es ist die Pflicht des Arbeitgebers, dann das zu kompensieren. Gegenfrage, wer sonst könnte da maßgeblich beeinflussen und gab es nicht in der Vergangenheit schon ähnliche Fälle? Ich meine, dass wir jetzt eine Niedrigzins- oder eine Niedriginflationsphase hatten, das war jetzt in den letzten Jahren so, aber ich meine, das sind ja keine neuen Probleme, also oder neue Fragestellungen. Das sind insofern natürlich keine neuen Fragestellungen. Ich glaube halt, oder was mein Eindruck ist, ist, dass viele, die gewerkschaftlich vertreten sind, dann auf jeden Fall auf einen Inflationsausgleich pochen. Da ist dann, für mich ist so ein bisschen die Grundsatzfrage, die da ein bisschen versteckt ist, sollte die gleiche Leistung auch immer gleich viel wert sein? Denn wenn ich jetzt eine Leistung als Arbeitnehmer 20 Jahre erbringe, sollte die gesamtwirtschaftlich gesehen immer gleich viel wert sein? Oder quasi muss ich, oder ist das dann die nächste Frage, ist die Inflation das richtige Mittel, das abzubilden? Also wenn ich 20 Jahre lang das gleiche Äquivalentgehalt im Verhältnis zur Inflation bekommen will, dann ist ja die Leistung im Endeffekt 20 Jahre das gleiche wert. Das mag sein, aber da ist die Frage, wenn ich da jetzt die Inflation nicht mehr ausgleiche, ist das das richtige Mittel, um diese Veränderung des gesellschaftlichen Wertes dieser Leistung zu verändern? Also, falls ihr
versteht, was ich meine. Ja, schon verstanden. Also ich finde es relativ schwierig. Ich persönlich bin der Meinung, also ich bin aber generell eher so auf der Arbeitnehmerseite und sage halt, die haben halt eh immer das Problem, bei einer Gehaltsverhandlung durchzukommen. Und ich finde eigentlich fände ich es fair, wenn immer ein Inflationsausgleich gemacht wird. Ich finde es halt immer schwierig, wie berechnest du die Inflation jetzt richtig, aber das mal dahingestellt. Weil du hast ja auch einen sozialen Gedanken dahinter, die Leute verdienen dann auf einmal weniger und ich meine, im Endeffekt ist das die Inflation nichts anderes, als dass ein Arbeitgeber dir jedes Jahr weniger zahlt, ja, weil im Endeffekt weniger Kaufkraft bedeutet, du kriegst weniger, ja, auch wenn du, wenn das, die Zahl ist jetzt erstmal fiktiv, ja, ein Euro ist ja erstmal dann was wert, wenn du halt sagst, ich kann mir für diesen einen Euro eine Brezen kaufen und wenn du dir im nächsten Jahr halt nur eine halbe kaufen kannst, dann hat effektiv dein Arbeitgeber dein Gehalt verringert. Und das ist halt die Frage, ob ich das halt tolerieren möchte, ja. Und aktuell musst du halt immer darum kämpfen als Arbeitnehmer. Und das ist halt vom Machtverhältnis eigentlich, wo ich sage, das ist nicht okay. Und ich sage jetzt auch mal, wenn ich jetzt 2 oder 3 Jahre bei einem Unternehmen arbeite, dann bin ich ja effizienter, weil ich halt Wissen mitnehme, weil ich ja reingelernt bin, weil ich ja auch effizienter arbeiten kann. Also in der Regel, klar, gibt es auch Leute, die schlechter arbeiten, aber normalerweise, umso länger du bei einer Organisation dabei bist, umso besser bist du. Ja? In den ersten 10 Jahren ist es vielleicht nochmal, steigt das steiler an und danach settelt sich das irgendwo. Aber ja. Also Martin, das ist gültig für viele, aber ich meine, du musst ja auch denken, es gibt ja auch ganz andere Jobs und wo du einfach nur, also nur in Anführungszeichen, wo du halt einfach einen Task ausführst und da geht es nicht darum, dass du dich irgendwie hocharbeitest, sondern da geht's, also ich meine, der Zugfahrer wird jetzt nicht schneller fahren nach 3 Jahren, weil er sagt, ich bin jetzt besser geworden. Also es ist, also deswegen, ich glaube, da geht es halt schon auch um, und wenn man die Konsequenz... Bei Zugfahrern wäre ich aber vorsichtig, weil da kommen erhöhte Anforderungen auf die Leute zu, das heißt, sie müssen auch mehr tun. Die haben sowieso im Moment ziemlich dickes, ziemlich heftigen Job. Deswegen. Die sind da ein unglückliches Beispiel, glaube ich. Ja gut, sag mal so, in der aktuellen Zeit, worauf ich hinaus wollte, dass nicht jeder Job in der Form strukturiert ist, dass du dich halt irgendwie, dass du eine mehr Verantwortung bekommst, dass du ein größeres Team leitest oder Personalverantwortung und dann halt quasi damit eine, meinst du das, ist nicht. Nee, also, okay, dann hatte ich das falsch. Besser. Guck mal, du bist ein Putzmann, eine Putzkraft und putzt ein Bad, ja? Als Beispiel jetzt. Und wenn du diese Personen einlernst, dann werden sie den Job wahrscheinlich gut machen, aber umso mehr Erfahrung sie haben, umso effizienter sind sie, umso schneller machen sie das, umso besser machen sie das vielleicht auch, ja? Würde ich schon sagen. Also gut, ist ja auch eine Frage, also das ist ein bisschen so, also ich weiß nicht, das ist ein bisschen so das Gefühl, das ist naive, also ich meine, ja, grundsätzlich glaube ich schon, dass das möglich ist, aber ich meine, dass viele der Arbeiten, die getan werden müssen, die in Deutschland auch oder überall getan werden, die funktionieren nicht auf diese Art und Weise, dass du dann quasi, vor allem, es gibt ja viele, die auch mehrere Jobs und dann auch oder auch viel Job wechseln müssen, weil es halt einfach eine permanente Fluktuation gibt. Sind ja gar nicht in der Position, dass sie da diese Effizienzsteigerung haben. Also das muss man ja auch berücksichtigen. Ich meine, so ein Zeitarbeitertum, das ist halt, da machst du eine Woche oder einen Monat das und den nächsten Monat bist du im leichten anderen, bist im anderen Konzern. Klar, du machst irgendwie vielleicht im Prinzip vielleicht was Ähnliches und wirst da doch besser. Aber ich meine, um die Frage initial für mich zu beantworten, ich meine, wenn man ganz konsequent denkt, ist ja so, dass die Kaufkraft ja letzten Endes, wenn du mehr Lohn gibst, die Preise, die in Summe ja die Preise, alle Preise ja nach oben gehen. Also es sind ja nicht nur diese 100 Sachen da in dem Warenkorb, sondern die stehen ja repräsentativ für alle Leistungen, für alle Güter. Und das fließt ja auch in gewisser Form, es fließt ja dann auch wieder den Unternehmen zurück. Und es ist in sich, es ist ja ein Kreis und diesen Kreis zu schließen, heißt für mich auch konsequenterweise, das mehr Lohn zurückzugeben, weil es ist ja nicht das Unternehmen, was sagt, okay, wir erhöhen jetzt die Marge auf Produkt X und wir geben das dann quasi nicht an unsere Mitarbeiterinnen weiter, sondern es ist ja ein allgemeiner Zustand in einer Ökonomie, die ja im Balance sein will und das heißt dann aber auch, dass dann dieser Kreis geschlossen werden muss und der Kreis an der Stelle ist Arbeitgeber, Arbeitnehmer und das ist über Lohnauszahlung. Also insofern
deswegen ist für mich das, wenn man das ganz, wenn du eine Ökonomie betrachtest und die in sich geschlossen ist, dann ist es ja letztendlich die Summe aller Einnahmen der Unternehmen, erhöht sich ja auch deswegen, wenn die Preise an sich hochgehen. Also hochgehen aufgrund der Inflation. Finde ich auch. Und du musst ja auch sehen, die Steuer wird ja nicht angepasst. Also du hast ja eine kalte Progression eventuell, ja, wenn der Euro weniger wert ist, aber deine ja. Sätze, ab denen du mehr Prozent Steuern abtreten musst, die verändern sich ja nicht, ja. Ja. Und das ist die größte Frechheit. Da bin ich ja dafür, genau. Vielleicht kriegen wir, ich weiß nicht, ob wir das mit dieser Regierung hinbekommen, aber ich finde, die gehört eigentlich automatisch angepasst. Ja. Man könnte sie ja an den Mindestlohn koppeln, weil der ist ja jetzt eh eine untere Grenze. Dann kann man ja einfach den Mindestlohn entsprechend als Ankerpunkt nehmen für die Progressionskurve. Aber so führt das ja eigentlich nur dazu, dass sukzessive immer mehr Leute mit weniger Geld immer mehr Steuern zahlen dürfen. Genau. Also ja. Ich meine, umgekehrt, was ich jetzt auch dieses Jahr zum ersten Mal unterzeichnet habe, war eine Miete mit Indexmiete letztendlich. Also mein Vermieter dürfte mir die Miete aufgrund der Inflation erhöhen. Ja, das geht, das ist gar nicht jetzt irgendwas total Irres, das ist halt so. Und es darf jetzt nicht quasi jeden Monat irgendwie sagen, oh, jetzt habe ich gerade eine Zeitung gelesen, 6%, ne? Nee, das ist natürlich limitiert, aber es existiert ein Mechanismus dafür. Mhm. Warum existiert für Miete so ein Mechanismus dafür? Ja. Das ist quasi, und dann für Lohn ist es ja nicht standardmäßig, dann musst du irgendwie alle 2 Jahre musst du es neu aushandeln, als ob das irgendwie auf der einen Seite ist es eine Selbstverständlichkeit, auf der anderen Seite ist es irgendwie, finde ich interessant. Was ich in der ganzen Diskussion vielleicht als abschließendes Element noch sehr spannend finde, ist, dass viele halt über diese aktuelle Inflationszahl stolpern, aber die Inflation ja immer relativ zum letzten Jahr berechnet wird. Ich meine, letztes Jahr war 2020. Mit einer Mehrwertsteuersenkung um 3% und Co. in Deutschland jetzt und allgemeiner Wirtschaftskrise und Covid-Pandemie, die massives Wirtschaftseinbruch auch erzeugt hat, mit teilweise sogar sinkenden Preisen. Das heißt, wenn ich dann das als Basisjahr nehme, wo ich null Inflation oder sogar Deflation habe und dann jetzt quasi das in Anführungsstrichen nachhole, wenn man davon ausgehen kann, dann wäre die Idee, die ja auch bis weiterhin so gesehen wird, dass nächstes Jahr dann die Inflation sich auf ein normales Niveau einpendelt, wenn das Ganze über die Zeit im Schnitt gesehen quasi nur aufholt. Das Spannende an der Argumentation ist aber, dass das eigentlich nur bedingt relevant ist. Also selbst wenn es über die Zeit quasi ein bestimmter Faktor ist, dann heißt es trotzdem nicht, dass die Menschen letztes Jahr 3% Lohnerhöhung hatten und dieses Jahr nochmal 3% hatten, sondern die haben letztes Jahr gar nichts gehabt und werden dieses Jahr aber auch nicht die 6% Inflation dann womöglich bekommen, sondern auch nur 3. Also das ist zwar schön und gut, dass die Inflation in einem Einjahresrhythmus jetzt quasi womöglich verfälscht ist, aber es ist insofern nicht relevant, weil die Löhne nicht exakt gleich wie die Inflation in der Regel laufen. Mhm. Also kann man sagen, wir sind alle für den Indexlohn, der an Inflation angepasst ist. Hey, das verlange ich mal bei meiner nächsten Gehaltsverhandlung. Da sage ich, ey, ich will eine automatische Inflationsanpassung. Du kannst ja in eine Gewerkschaft eintreten. Bei 4 Leuten im Unternehmen. Das ist gut organisiert. Naja, also ich würde es mal weitergehen. 25% Zeit der Belegschaft, ist. Ne? Wir haben mehr als 25% der Zeit jetzt eh schon. Ja. Okay, dann, wenn wir schon Ich erkläre euch jetzt in weniger als einer Minute, genau, was NFTs sind. Ja. Warum willst du das uns erklären? Vielleicht. warum belästigst du uns mit dieser Blüte einfach, des Technologiefortschritts? Blüte ist das richtige Stichwort, weil ich euch vor der nächsten Tulpenkrise, Tulpenblase bewahren will. Aber das haben sie doch schon beim Bitcoin gesagt, Justin. Und schau, wo der Bitcoin jetzt steht. Ja, und das hat man auch schon vor der Weltwirtschaftskrise gesagt, 2008, und schau, wo es steht, und dann hat es plopp gemacht. Und dann lagen sie alle da und die Musik hat aufgehört. Und dann gab's eigentlich nur noch. Oh nein! Justin hat nein, NFTs, ja. Ich meine, das Soundboard ist toll, da kann man. Nein, noch einfach. Nein, don't go nein. down that route. Okay, das war okay. Leon hat ein Machtwort gesprochen. Ja. Genau. Nein, der NFTs finde ich so faszinierend, nicht unbedingt im positiven Sinne, weil ein NFT eigentlich nur ein
eine Auto, ein Autogramm ist. Im wahrsten Sinne. Hey, das ist nicht fair. Wir haben jetzt hier was anderes gesprochen. Gib mir einen neuen Start. Okay. Also für die Hörer, Martin hat mir ein iPhone-Screen gezeigt mit 4 Minuten 50. Du gibst mir ein Kommando. Auf geht's. Ja, geht los. Okay. NFTs sind eigentlich nur ein Autogramm, was jemand, dessen Identität ich nicht nachvollziehen kann, unterschreibt und dieses Autogramm dann auch aus irgendwelchen Gründen bei einem bestimmten Auktionshaus in den Laden stellt. Und dieses Autogramm an sich kann ich zwar nicht vervielfältigen, aber er kann einfach neue Autogramme ausstellen und das Auktionshaus kann pleite gehen und dann gibt es aber auch das Autogramm nicht mehr. Das sind NFTs. Ja, 21 Sekunden, okay. Ja, und warum machen das jetzt alle? Kannst du das euch auch erklären? Weil sie damit gerade Geld verdienen können. Alle kann man damit Geld verdienen? Pyramiden-Scheme, ja klar. Der Leon, also, sag uns das mal, ob man damit Geld verdienen kann. Also ich habe noch kein Geld damit verdient, falls du das fragst. Du hast ja aber auch noch nicht mit dir selbst getradet. Also es gab eine Analyse. Mit mir selber muss ich traden. Ach so. Ja, du musst falsch machen. Also genau, es gibt jemand hat eine Analyse gemacht über den NFT-Markt und hat festgestellt, dass irgendwie 80% oder 90% aller Trades von 3 oder 4 Leuten im Endeffekt passieren von den Summen her. Und was die machen, also da ist immer eine Blockchain involved, deswegen, also wenn ihr Blockchain nicht hören oder macht ein Trinkspiel draus, aber Blockchain ist an der Stelle der wir sagen einfach was anderes dafür. Also Blockchain sagen wir nicht im Podcast. Wir führen jetzt ein anderes Wort dafür ein. Verteiltes Echtzeit-Java? Ist ja nicht alles Java, oder? Ja, also aber ich hab mir Scheiße wie Java. Naja, Java okay. Nee, aber also, wie diese Scams funktionieren, ist so, dass man dieses NFT, was im Endeffekt nur eine Unterschrift unter einer URL ist, weil das Artwork oder die Kunst selbst auch in der Regel nicht in der Blockchain landet, weil das viel zu teuer ist und es geht nur um einen Link, der auf irgendein random Google Image Storage geht, der auch offline gehen kann. Das ist ja dann wie bei den Kinderpornos. Oder der auch DMCA'd werden kann, was dann auch teilweise passiert. Und dann wird der sogenannt gemintet, das heißt, dieses Autogramm landet in der Blockchain, kann damit auch nicht mehr rausgenommen werden, aber es kann halt auf einmal jetzt gehandelt werden. Und was dann häufig in einem Scam passiert ist, dass derjenige, der das NFT erstellt hat, also erstmal in die Blockchain gepackt hat, mit sich selbst, der hat noch andere Wallets, andere Konten, das sich erst kauft mit immer höher werdenden Preisen. Und das ein paar Mal, dass er den Preis auf $12,000 erhöht, quasi sich selbst das für $12,000 abkauft. Und dann tweetet er das ganz wild, dass, oh mein Gott, mein neues NFT ist $12,000 wert. Dann sehen das irgendwelche, sehen dann die ist ja öffentlich einsehbar, in der Transaktionshistorie, aha, dieses NFT ist für 6 und dann für 12.000 Euro verkauft worden. Deswegen muss es ja was wert sein, weil so funktioniert der Kunstmarkt. Die Dinge sind das wert, was die Leute dafür zahlen. Und der nächste kauft es dann für 15.000, hat einen Schnäppchen gemacht. Bloß der erste hat 15.000 Euro eingesackt, weil das alles nur sein eigenes Geld war, was er sich hin und her geschoben hat. Aber so kann man den Preis fast beliebig nach oben treiben. Würdest du wagen zu sagen, dass es ein Scam ist? Weil ich glaube, die Leute, die doch auf diesen Netzwerken unterwegs sind, also, die wissen doch irgendwie schon auch, dass das... Es ist halt nicht der Finanzmarkt. Da hast du auch Bereiche, die halt als Scam rüberkommen, wo das halt gemacht wird. Ich meine, du hast da nochmal eine Aufsicht, das heißt Eigenhandel und dieses Hin und Her und Marktmanipulation. Aber du hast es ja auch im normalen Markt zum Teil, ja? Wenn sich halt irgendwelche Leute verabreden auf irgendeinem Reddit-Channel, um irgendeine Aktie hochzukaufen, ja, dann wissen die auch alle, dass das jetzt nicht die Aktie so viel wert ist, sondern dann wissen die alle, die vertrauen darauf, dass danach ein anderer Idiot kommt, der die Aktie noch höher abkauft. Ja, und das ist ja letzten Endes ein Wertversprechen, was in dem Moment ja die Person, die das Geld oder das Ethereum, was es ja jetzt irgendwie ausgibt, auch irgendwie eingeht. Also ich meine, dass das so und so viel $1,000 äquivalent wert ist, das ist ja letztendlich das Angebot. Und dann, wenn die Person sagt, ja, bin ich bereit zu überweisen, dann ist es ja so gesehen ein Kaufvertrag. Das Problem ist ein anderes. Das mag ein Kaufvertrag sein, aber auch da ist dann die Frage, haben wir überhaupt entsprechende legale Entitäten?
aus meiner Sicht ist es weiterhin ein Scam, weil es wird in der Regel vermarktet als du kaufst das Kunstwerk. Aber du kaufst nicht das Kunstwerk, du kaufst eine Unterschrift, die auf ein Kunstwerk geht, aber das hindert den Künstler nicht davon, in keinster Weise das gleiche Kunstwerk nicht nochmal auf die Blockchain zu packen, bei einer anderen Plattform zu hosten oder und da das geht stimmt. auch kein Eigentum über, sondern es geht nur um diese Unterschrift ja. unter ja. diesem ja. Kunstwerk. Und dieses Kunstwerk, das habe ich mich auch gefragt, kann dir auch problemlos weggenommen werden, indem nämlich einfach ein DMCA-Takedown bei Google einflattert und dann diesen Google Storage, wo dieses JPEG oder PNG oder GIF, das ist übrigens die richtige Aussprache, abgespeichert ist, dann entfernt. Also, ja. aber, ja, aber Martin, das also, war das Stichwort. Das Nein! Oh. aber das, genau das habe ich mich auch gefragt. So, ja, also ich fotografiere auch nebenher und dann habe ich so, okay, ich dachte mir auch schon, ob ich meine Fotos irgendwie auf irgendwie, was ist das, in Unsplash oder Pexel oder so hochlade, weil irgendwie, ich habe keinerlei Intention, da Geld mitzumachen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn irgendjemand da einen Mehrwert draus zieht, schön. Und dann dachte ich mir, okay, lade ich das auch auf NFT mal hoch. Einfach nur der Gaudi halber. Und dann dachte ich mir auch, okay, ist es dann, wie ist es denn mit dem Copyright? Gebe ich das dann ab? Und dann, nee, gar nicht, null. Das, also, das kann ich ja mehrmals verkaufen. Ich kann es auch dann auf weiß nicht, ob ich es dann auf Shutterstock irgendwie auch noch hochladen kann, aber das wäre ja irgendwie super witzig. Also, das ist ähnlich wie, als würde ich eine 10-Cent-Münze nehmen. Ich hau in die mit meinem Hammer zu Hause eine Delle rein und sag dir, das ist ein non-fungible Token, weil das wird niemanden geben, der exakt ja, so aber, wie ich diese Delle reingehauen habe, eine Delle reinhauen ja, kann. Aber das hindert niemanden daran, einfach eine andere 10-Cent-Münze zu nehmen oder die gleiche ja, 10-Cent-Münze nochmal mit dem Hammer zu bearbeiten und es als neues NFT auszugeben. Das ist halt aus meiner Sicht ein einziger Scam und dass viele, die dort reingehen, glauben, sie kaufen Kunst, was sie nicht tun. Sie werden irregeleitet, die Preise sind völlig intransparent und haben nichts mit der Realität zu tun. Deswegen ist das aus meiner Sicht die nächste Tulpenkrise, die da auf uns zukommt. Aber da muss ich jetzt, also ich meine, das Ganze ist halt jetzt insofern eine technologische Blüte, weil das Ganze irgendwie auch noch mit diesem, jetzt sage ich's, Blockchain verheiratet ist. Aber es gibt doch so schon x-tausende andere Hobbys. Also für mich ist Briefmarken sammeln. Da hast du ja ein bisschen ein Steak drin, Justin. Sind aber fungible. Ja, gut. Ja, aber es ist letzten Endes ist auch zum Teil Sachen, wo ich denke, wie kommt so ein Preis zustande? Es ist fungible, es ist, ich meine, ich habe es neulich mal irgendwie witzigerweise mit diesem Supreme zu verglichen. Es ist halt einfach eine limitierte Ware von irgendwas. Ne? Du kannst es super leicht reproduzieren, so ein Supreme-Pullover. Da könnte ich quasi, den könnte ich mir einfach drucken lassen für ein Hundertstel von dem Preis und dann ist er ja trotzdem nicht das wert. Es geht den Leuten doch nur um irgendeinen Pseudo-Wert. Aber das Witzige ist, es ist ja nicht mal. Die es du ist hast, ja nicht mal einen Pitcher gefangen hat, ja, das ist dann der Super Bowl, keine Ahnung was, Baseball, ich kenne mich da nicht aus, ja, oder, also du hast ja viele solche Sachen, die irgendwelche Fans mal irgendwo abgestaubt haben, keine Ahnung, das T-Shirt von Michael Jackson, das er in die Menge geschmissen hat, ja, solche Sachen haben ja auch per se eigentlich, ist es halt ein T-Shirt, das irgendein Dude voll geschwitzt hat, ja, also jetzt nichts besonders Wertvolles, aber nur weil es halt einfach da irgendwie hieß, oh mein Gott, ja, deswegen hat das Ding einen Wert und bei NFTs ist es ja nicht anders. Ja, also genau. Schon nochmal anders, Punkt, aber nicht ganz. Ein wichtiger Punkt da aber ist, wenn du es mit Briefmarken vergleichst, die Briefmarke, die mir das Auktionshaus oder der andere Sammler verkauft zu einem hohen Preis, die kann er nicht in der nächsten Minute nochmal an jemand anderen verkaufen. Und das kann er ja im Endeffekt mit dem NFT machen, weil er kann einfach einen neuen NFT auf die gleiche Briefmarke ausstellen. Das hindert ihn ja niemand dran. Ach ja, so. Das... Ja, und ja, okay. Deswegen, also, ja, das ist gerade so, als würde er mir einfach ein nettes Zettel, wo er unterschreibt, hier haben Sie ein schönes Abbild dieser Briefmarke, hier habe ich händisch unterschrieben, mein Name ist Adam Smith, und dann kaufe ich kaufe eigentlich nur die Unterschrift dieser Person, dass die auf einem Ding drauf ist, aber nicht mal das führt dazu, dass er nicht deshalb beliebig viele davon ausstellen könnte. Nur dieses einzige Ding kann ich nicht vervielfältigen, aber das ist einfach eine Unterschrift. Ja. Es ist wirklich nur eine Unterschrift. Also, nicht mal, dass ich das Ding dann hätte, sondern nur die Unterschrift und auf einem Ding, wie, was er beliebig häufig unterschreiben kann. Und wir haben es jetzt vorhin mit Kryptowährung verglichen. Wie können wir jetzt damit Geld machen? Ist doch das So-What, oder? Indem wir die Börse betreiben. Okay. Open Casino, es gewinnt nur das Casino. Ja. 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 Okay. Also eigentlich. Und was ist der CO2-Abdruck? Das weiß ich nicht, der ist jetzt nicht so. Buch kann ich mal nachlesen. zumindest was der CO2-Fußabdruck von einer Banane ist.
Das ist nämlich gar nicht so Oh, hoch. das ist ein ganz pfiffter Aber das, da würde ich jetzt aber gerne wissen, Martin, den Sonderfall einer Islandbanane. Ich habe es erst Kennst du den Sonderfall einer Islandbanane? Ich habe das Buch erst zu Weihnachten bekommen. Also für alle, die jetzt nicht Also eine Islandbanane, du hast nicht gefragt, aber ich erzähle es dir trotzdem. Ja. In Bekommen es, Justin. Und wenn, was, wenn du jetzt ihn unterbrichst, wird das Soundboard gegen dich verwenden. Ja, exakt, du hast die Wahl zwischen Islandbanane und Soundboard. Ja, ist jetzt die Frage. Also Hopp, erzähl, was ist jetzt da deine Islandbanane? Es gibt den netten YouTube-Channel Weird Explorer, der immer Früchte und Gemüse weltweit erkundet. Und der war kürzlich in Island und es gibt in Island ein Gewächshaus, wo sie tropische Früchte anbauen, weil sie dort halt kostenlose Erdwärme haben. Und deshalb werden die meisten Bananen Europas in Island angebaut, weil nämlich nirgends sonst Bananen angebaut werden, aber in Island im Gewächshaus. Krass. Warum tut man sowas? Weil sie da Forschung machen. Okay, gut. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja, also, ich kann dir nicht sagen, was ein NFT an CO2-Emissionen hat. Ich kann dir aber sagen, wie viel eine E-Mail hat. Eine Spam-E-Mail, die von deinem Filter aussortiert wird, hat 0,03 Gramm CO2-Äquivalent. Eine kurze E-Mail, die von Handy zu Handy geschickt wird, 0,2. Von Laptop zu Laptop, 0,3. Eine lange E-Mail, an der du 10 Minuten schreibst und die du in 3 Minuten gelesen hast, von Laptop zu Laptop, 17 Gramm. Und eine E-Mail, an der du 10 Minuten schreibst, die an 100 Empfänger geht, von denen 99 innerhalb von 3 Sekunden feststellen, dass sie ignoriert können und die nur eine Person liest, 26 Gramm. Ja. Dementsprechend deabonniert eure ganzen Newsletter und schickt keine E-Mails mehr, aber eine SMS ist nicht wirklich besser. Ohne Google-Suche übrigens auch nicht. Also von daher, ja. Ist es immer noch so? Ich meine, ich dachte, das hat sich auch viel geändert in letzter Zeit. Das Buch ist von 2020, also das ist relativ neu. Okay, ja, also irgendwie das blende ich immer noch ein bisschen aus, weil ich meine, mein ganzer Arbeitsalltag hängt davon ab, dass ich Sachen suche im Internet. Ja, also das ist recht interessant, weil ich da in der Arbeit auch damit zu tun habe und wir halt bisher nur den Stromverbrauch von den Banken selber da nehmen und eigentlich das, was halt an Infrastruktur ist, wie jetzt halt irgendwie Google und Co. da gar nicht berücksichtigt wird. Aber da bin ich dran. Mal gucken, ob ich das noch irgendwie reingefrieben kriege. Ja. Ja, jetzt haben wir da ein bisschen vorgegriffen. Jetzt hast du da noch irgendwie was in die Shownotes reingepackt mit Astral Codex, Substack, Carbon Cost Quantified. Was ist das? Yes, da ist mal schön aufgezählt, auch was verschiedene Dinge kosten und wie viel Cent oder Euro zu bestimmten Carbon Aktivitäten assoziiert sind mit einer Lowest und einer Highest im Endeffekt. Wer viel verliest, wird den Astral Codex 10 auch bekannt vorkommen. Wie halt unter Institutional Activity als erste Send an F-35 Fighter on a Mission. Okay, das ist definitiv die erste Institutional Activity, nach der ich gefragt habe. Okay, spannend. Mein One Bitcoin steht hier übrigens auch mit drin. Ja, eben. Direkt danach. Ist es nach irgendwie Menge sortiert? Weil dann ist es anscheinend ja billiger. Das ist nach Menge sortiert. Okay. Achso, das ist billiger, einen F-35 Fighter on a Mission zu senden, als einen Bitcoin zu meinen. Ja, scheinbar. Also auch Bitcoin ist verdammt Energie, CO2-intensiv inzwischen, ja. Das ist krass. Okay. Ich habe mir ja gedacht, eigentlich wäre es irgendwie viel schlauer, wenn man ein System bauen würde, wo man nicht einfach sinnlos eine Hash-Funktion mit Random Input so häufig ausführt, bis der Hash, der Ergebniswert, ausreichend führende Nullen hat. So funktioniert Bitcoin. Sondern wenn nicht die Berechnungen, die dort durchgeführt werden, müssen eigentlich als Challenge aus dem Netzwerk hole und ich zumindest Useful Compute damit mache, dass ich nicht einfach sinnlos den Entropieraum oder den Raum der Hash-Funktion erkunde, sondern dass ich Useful Computations mache, also eine Public Cloud, wo ich quasi Rechenaufgaben in die Cloud geben kann und dann die Verifizierung dieser, das machen, dann hast du aber das Problem, dass die Verifizierbarkeit der Ergebnisse, wenn ich das Ergebnis schon weiß nachher, dann ist die Frage, warum muss ich überhaupt rechnen? Sonst, oder ich weiß nicht quasi, wie kann ich die Richtigkeit sicherstellen, dann brauche ich auf einmal Proofs und dann wird das Ganze ziemlich schnell ziemlich schwierig. Aber ich habe mich auch schon mal gefragt,
Work hat ja mit Leistung auch zu tun und irgendwie ist das ja eigentlich nicht so wirklich eine Leistung, meiner Meinung nach, wenn du dann nur 0 machst. Wir haben noch 5 Minuten, das wolltest du ja sagen. Ich wollte es gerade sagen, falls wir noch ein Thema anschneiden, dann ist jetzt der Moment. Wir gehen gleich mal in die Local Aftershow und zwar erstmal herzlichen Dank an das Sendezentrum. Wir werden nachher noch auf der RC3 World im Sendezentrum rumhängen und da einfach nochmal in so einen Jitsi-Raum gehen und da noch Raum in the Raum. Ja, genau, ein bisschen quatschen. Wenn ihr wollt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und zuhörende Wesen, dann kommt da einfach rum. Ich bin als Bongo King drin, so ein Dude mit dem Anzug, mit dem Hütchen. Dann Justin und Leon, wie seht ihr aus? Ich bin J-Mo Vias und auch nicht zu übersehen mit Roter Hut. Eine Mischung aus Albert Einstein mit Rainbow Flag. Okay. Und Leon, du hast eine Ritterrüstung an. Wahrscheinlich. Ja, okay. Nee, also wir gehen dann gleich noch in so einen Jitsi-Raum und gucken dann nochmal weiter und dann geht's da ab. Ansonsten genau. Wollen wir noch ein paar Themen anschneiden, die machen wir einfach das nächste Mal, würde ich sagen. Unter anderem, was denn unsere Projekte im letzten Jahr waren und was wir zu Weihnachten bekommen haben. Das habe ich ja wenigstens schon vorgestellt. Ja, du hast abgehakt. Genau. Ja. Cool. Ansonsten hatte ich das auch vorhin schon mal gesagt, wir werden morgen uns noch mal ein bisschen die Lieferkettenengpässe anschauen. Ich hätte eigentlich einen Vortrag gehalten in München, aber habe es einfach zeitlich und nervlich nicht hingekriegt, den fertig vorzubereiten. Deswegen wird es das morgen im Rahmen von 45 Minuten Ressourcen-FM noch geben. Wie Justin schon gesagt hat, ansonsten ich will diese scheiß Subscriber-Kacke da aus YouTube nicht machen. Das geht mir jedes Mal so auf den Keks, wenn die sagen, ja, klick die Glocke und ich denke mir, ich gebe dir gleich einen auf die Glocke, ja. Aber das machen wir nicht. Wenn ihr Bock drauf habt, dann sucht uns einfach und dann könnt ihr auch zuhören. Naja, genau. Das war der Gong. Ich gebe dir den Gong. Das war die Glocke. Naja, danke. I want to thank our daily sponsor. Martin, komm, rant doch nochmal. Nope. Nein. Ja, okay, also die letzten 3 Minuten werdet ihr jetzt von Justin belästigt. Mit dem Soundboard. Ja. Ja, wer kommt denn eigentlich nach uns? Weil wir müssen, also uns wurde gesagt, wir müssen relativ 17 Uhr kommt direkt jemand, deshalb. Ah ja, okay. Entbehrlich. Du hast nur Angst, ein neues Thema anzuschneiden, richtig? Geil, das ist geil. Okay, da bleibt hier in dem Raum drin, kommt nicht zu uns, weil das klingt echt spannend, was sie machen. Hey, Martin, die können problemlos mit uns in der RC3-World chatten und wir schauen uns gemeinsam in der RC3-Welt dann den Stream an. Das ist eine gute Idee, wollen wir das machen? Können wir ja machen. Klingt gut. Wir hören uns, weil sehen uns, kommt gut ins neue Jahr. Aus der Wikipedia. Okay, gut. Alles Liebe und eine Sache noch, in den Weihnachtstagen und zwischen den Jahren sind die Menschen, die vielleicht nicht so viel Familie oder Freunde haben, durchaus einsam. Von daher, wenn ihr Freundin, Freund, Bekannten habt, die ihr weniger häufig denkt, aber wo ihr denkt, die sind vielleicht jetzt ein bisschen einsam, die freuen sich definitiv über eine kurze, ernst gemeinte Nachricht oder auch einfach anrufen und für die Leute da sein. Die freuen sich, euch tut's gut, euch freut's und damit kommen die auch besser durch die Zeit. Perfekt. Das ist richtig. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Wir sind pünktlich auf die Minute und jetzt können wir auch wieder den Ausspann einstellen. So, irgendwie. Ich muss das noch üben. Ich war heute die erste mit Soundboard und Einspielung. Hat ganz gut geklappt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.